Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Battle. Und hier ist der Jeremy. Hallo. Hallo. So, und wir haben uns vor der Aufnahme mehr oder weniger überlegt, dass wir eine kleine andere Taktik einschlagen. Ist das richtig? Ja. Nachdem wir uns den Ding machen, den Teil, ne? Genau, so. Ja, also ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall versuchen, irgendwie auf den Baum zu kommen, ne? Ja, wir sollten ja vielleicht erstmal noch Lava nehmen, ein bisschen. Ich check jetzt gerade mal ganz kurz die Monsterfarm hier ab. Warum ich die Monster jetzt auch nicht schlagen kann, keine Ahnung. Warum hau ich die jetzt eigentlich mit dem Diamantschwert? Ach, ich hab gar nichts anderes mehr. Jeremy! Ja? Warum habe ich nur noch ein Diamantschwert? Alter! Weil wir das letzte Mal gestorben sind. Warum sind wir jetzt das letzte Mal gestorben? Weil wir unglücklich in eine von Monstern verseuchte Höhle gegangen sind und beim Rausgehen wurde dann ich, der einzige Überlebende dieser Höhle, von Dominik überrascht getötet. Dreck. Mann! Wir müssen irgendwie zusammenbleiben. Ja. Bist du schon auf dem Weg nach draußen? Nein, eigentlich war ich auf dem Weg zur Lava, aber ich bin ein bisschen verirrt. Also ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall mal ein bisschen Cobblestone mit. Wo ist die verdammte Lava? Und dann verziehen wir uns. Santa? Ja, hier lang. Enchanting Table, ne? Hier lang. Achso. Ah ja, genau. Wir wollten in der letzten Folge den Enchanting Table machen. Hier lang. Hier lang. Hättest du es vergessen? Nee, falsch. Nee, es war hier. Sicher? Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich glaube, du hast recht. Ja, ich glaube, du hast wirklich recht. Ich habe aber schon einmal mit Lava. Ja, aber wir brauchen noch zu viel Diamanten. Das ist richtig. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal. Wir machen uns jetzt erstmal. Ja, chillt mal die Basis. Wir machen jetzt erstmal ganz leisure. Hier erstmal ein bisschen. Obsidian. Nicht wahr? Da. Kann man hier auch so eine unendliche Lavaquelle machen? Leider nicht. Ey, wir haben nur noch 2 Leben, ne? Ja, leider schon. Alter Schwede, ey. Wir müssen echt aufpassen. Wenn einer stirbt, dann ist richtig die Kacke am Dampfen. Dann sind wir schon fast am Sack, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Ja, ich würde behaupten, wir sind jetzt schon fast am Sack. Na, ach Quatsch. Du darfst den Teufel nicht an die Wand malen, Jeremy. Glaube an uns. Das darfst du nicht tun. Wo bist du jetzt überhaupt? Ich suche jetzt weiter nach der Lava. Ich habe keinen Sourcebook irgendwie schnell gefunden gehabt. Boah, ein Zombie. Ein Zombie im Garten. So, und für die Leute, die jetzt einfach mal ganz cool meinen Cape sehen wollen. Yeah. Warum hat der Zander ein Cape? Weil er fliegen kann. Weil ich fliegen kann, genau. Ich habe mir beim fliegenden Buschpiraten ein Cape gekauft. Für x Milliarden Dollar. Da seht ihr mein Cape. Yay, Cape und so. Nein, ich habe das Cape, weil ich auf der Minecon war. Ich so ein Verrückter war, der bis nach Paris geheizt ist. Und ich habe Lava gefunden. Ich habe Lava. Hast du? Ja, das ist die Lava, die ich gerade habe. Wow. Ich habe gedacht, du wärst irgendjemand anders. Und nicht du, der du bist. Der du bist, okay. Der du zu sein scheinst. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal ganz schnell rechts eben ein bisschen Obsidian. Und laufen ein bisschen im Sneak rum. Damit die uns nicht so schnell finden. Lass hier. Setzt du dann links? Ich setz meinen rechts. Guck mal, dann haben wir nämlich 2 Obsidian-Dingens. Wir brauchen jetzt nur Wasser. Haben wir Wasser? Wir haben Wasser einmal hier, gar nicht da drin. Passt perfekt, ne? Einmal nur. Ah, ja, wir können den. Siehst du? Perfekt, nicht wahr? Kann man die jetzt eigentlich mit der Ironwood Pick, kann man die damit abbauen? Ich glaube, wir brauchen Diamant. Nein, doch, ich habe noch 3. Ich habe noch 3. Wir haben noch 5, oder? In der Kiste da hinten zumindest. Übertreib doch nicht, Jeremy. Haben wir noch Stickies? Ich habe noch einen. Ich kann mal kurz noch welche abbauen gehen. Ich habe keine mehr. Ich glaube, das war hier. Ja, hier war's. Boah, geil, ey. Dann haben wir. Ja, gut, wir brauchen ja sowieso noch Diamanten, weil sonst können wir uns gar kein Enchantment Table machen. Okay. Hier sind ein paar Stickies. Okay, dann würde ich sagen, greifen wir uns alle wichtigen Ressourcen und verziehen uns eigentlich gleich hier schon, oder? Bin vielleicht ganz gut. So. Von denen kann man schaden. So, und jetzt kann man das Ganze. Kann man schaden. Wir hätten das Obsidian wahrscheinlich sogar schon mit der anderen Pickaxe abbauen können.
Aber naja, egal. Du weißt nicht, wie er es eingestellt hat. Das besser so, als wenn es dann später nicht geklappt hätte. Jetzt haben wir zwei Obsidian. Wofür brauchen wir denn überhaupt zwei? Für ein Enchanting Table. Dazu braucht man zwei Obsidian. Leider. Ich glaube, man braucht nur zwei. Braucht man nur zwei oder braucht man mehr? Nee, man braucht einen. Nee, man braucht drei. Man braucht drei? Ich glaube, braucht man nicht drei? Ich gehe kurz nach. Ja, genau. Guck du mal ganz kurz nach. Ich gehe in der Zeit nochmal eben kurz einen Lava-Block besorgen. Ich lege alle wichtigen Sachen eben kurz in die Truhe rein. Okay, Lava-Block kann schaden. Wenn irgendwas passiert, dann... Scheiße, den brauche ich natürlich. Den Eimer erstmal weggelegt hier. Das geht natürlich nicht, Zander. Du kannst natürlich nicht den Eiseneimer weglegen. Du kannst ja gar keine Lava sammeln. So sieht's aus. Tralafitti. So, wie komme ich jetzt hier lang? Da lang. Was ist überhaupt Tralafitti für ein Wort? Komm, wir machen Tralafitti. Schätze ich mal. Doch, kennst du es nicht? Komm, wir machen Tralafitti. Das ist so eine Bezeichnung für Party machen, so in die Richtung. You know? Wirklich? Ja. Nein, wir brauchen 4 Obsidian. Was? Ja, nur 2 Diamanten. Nein, ja, 2 Diamanten haben wir ja wohl noch, oder? Ja, aber uns fehlt ungefähr die Hälfte an Obsidian. Ja, uns fehlt nicht ungefähr, sondern uns fehlt 100% die Hälfte. Ich wollte hier das Ganze ein bisschen besser klingen lassen, aber wenn du unbedingt willst, ja. Okay, ich gehe jetzt auch mal noch ein bisschen farmen hier. Scheiße, ey, wenn ich jetzt in die Lava falle und verbrenne, dann ist Ende, ne, hier für mich. Nö, Lava zählt nicht. Ne? Zumindest, wenn es nicht im Kampf ist, oder? Oder? Ich weiß es. War doch so. Wenn es im Kampf ist, dann zählt es, wenn nicht, dann nicht. Doch, durch. Boah, Scheißdreck. Trotzdem fährst du es austesten. Nee, ich teste es auf keinen Fall aus. Das Problem ist nur, die Lavaquelle gibt nichts mehr her. Okay, dann müssen wir uns eine neue suchen, oder? Denke ich schon. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin hinter dir. Ich brauche eine Pickaxe. Ich hole mir mal ganz kurz eine Pickaxe. Ich habe die ja so klug wie ich bin weggetan, weil ich Angst hatte, dass ich verbrenne oder so. Also ich habe noch eine Stein-Spitzhacke, die fast kein Leben mehr hat, aber. Ich nehme jetzt mal hin rein. Warum hast du? Du hast dein Diamantschwert weggepackt. Ja. Are you serious? Warum machst du das? Weil ich es nicht verlieren wollte. Nein, das kannst du natürlich nicht tun. Hier, nimm das. Ich habe ungefähr 5. Okay. Wir müssen uns wehren. Wir müssen uns verteidigen können, wenn es denn soweit mal kommen sollte. Stimmt auch. Aber jetzt werde ich mir trotzdem noch eine Spitzhacke machen. Haben wir noch Fackeln? Kannst du noch ein paar Fackeln machen? Ich habe noch 61 Fackeln. Und ja, ich kann auch noch welche machen. Cool, hier ist wieder dieses grüne, komische Gammelholz. Meinst du Liverwood? Ja, genau, das meine ich. Ey, da droppen Stickies raus! Ja. Geil, woher denkst du, dass wir die ganzen Stickies haben? Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe mich gerade schon gefragt, woher das ganze Holz kommt. Nee, die Stickies droppen aus dem anderen Hinter Holz. Hinter diesen Fackeln. Yeah! Hier ist wieder Liverwood! Oder wie das heißt, Mann, ich vergesse mal den Namen. Ja, es heißt Liverwood. Ja, es hört sich so komisch an, Liverwood. Leberwurzeln. Leberwurzeln. Oh, Scheiße, ouch. Sorry. I'm so sorry. Naja, ich will mich auch verprügeln. Häusliche Gewalt hier. Oh, es tut mir so leid, Jeremy. Ich habe Stickies, so viele Stickies. Ich habe gar keine Fackel. Doch, habe ich wohl. Ich habe nur 32 hingeworfen. Also. Das ist generell bei mir immer so. Ich muss erst meckern und dann gucken, ob überhaupt was falsch gemacht wurde. Also, ich habe immer so Schiss. Jeremy? Ja? Habe ich dir schon gesagt, dass ich Angst habe? Ein bisschen, ja. Du hast gleich darauf hingedeutet. Nee, ich habe wirklich Angst, ohne Scheiß. Ich habe immer Schiss, dass sie jetzt gleich so einfach hinter mir stehen oder so, oder hinter dir. Das ist ganz normal Paranoia. Die bekommt man immer nach einer Weile beim Battle. Das geht nicht. Das ist total unschillig. Ohne Witz jetzt, das geht gar nicht so. Das können wir kommen bald ein neues Video rum mit dem... bauen. Hoffentlich gibt es dann da Lava. Ich habe Gold gefunden. Yeah.
ich baue mich mal so ein bisschen hoch und dann wieder runter und so ein bisschen schräg und kreuz und quer. So ein bisschen Katakomben-mäßig. Wie ein betrunkener Gräber. Ich krieg da immer so... Boah, ich hab echt Paranoia. Noch ein bisschen. Lava, wo bist du? Das Geile, man hört die ja jetzt so poppen, ne? Die Lava. Da haben sich ja in der letzten Folge so viele drüber beömmelt. Der Poppen gesagt. Oh Mann. Hast du schon was? Ja, Erde. Ja. Oh. Das ist natürlich schön, ne? So ein bisschen Erde. Mir wäre Lava aber trotzdem lieber. Also ich würde sagen, dass wir uns auf jeden Fall, egal was wir machen, vom Spawn weghalten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie da irgendwo rumgeistern. Wie kommst du darauf, dass uns letzte Runde da umgebracht haben, oder? Ja, und weil sie halt letztens geschrieben hatten, dass sie irgendwas am Spawn versteckt hatten. Ja, vielleicht sollten wir das tun. Mensch, das gibt's doch gar nicht. Ich finde hier nichts außer Steine. Und das bei Minecraft. Also ich hab da mehr Abwechslung. Was findest du? Ja, jetzt Erde, hab ich... Erde, Wurzeln, ja, nur die ganz normalen. Und Steine. Oh, und Eisen gerade eben. Yeah. Ich bin ein Farmer. Mal ein bisschen umgucken hier, ne? Kann ja sein, dass man hier irgendwie in der Nähe von irgendwas ist. Von irgendwelchen, Monstern. Leuten. Oh, da ist Eisen. Nee, von, Domse oder so. Und ich muss zurück und mir eine neue Spitzhacke machen. Hast du keine mehr? Wie bist du auf die Seite von mir gekommen? Du warst gerade noch auf der anderen. Und nein, ich hab keinen. Ich hab nur Steinspitzhacke. Mann, und jetzt finden wir keine Lava, ey. Wir können gleich eine ganze Burg bauen in dem Spiel hier. So viel Steine. Ja, auch ein Versuch wert. Ja, echt? So, du lass mal so eine Abwehrburg bauen. Dann müssen wir aber noch so ein paar Wachen einstellen. Das wäre geil, wenn du noch so ein paar Leute einstellen kannst, die dann so ein bisschen Rückendeckung geben. Wäre schon toll. Ey, ich hab Diamanten gefunden. Yay! Goal. Meine Zuschauer haben schon gesagt, ich habe schon mehr Diamanten hier gefunden als in meinem Singleplayer-Let's Play. Das ist natürlich immer toll. 6 Stück, ja, es geht. In meinem Singleplayer-Let's Play Minecraft bin ich natürlich richtig am Sack. Mal ein bisschen hin. Oh. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich nicht zu weit vom Spawn wegbaue, obwohl das geht eigentlich. Ich höre aber noch nicht mal so einen Wasserlauf oder so, also wie wir es sonst immer gehört haben. Ja, im Moment höre ich auch eigentlich nur noch Monster. Nee, das ist ein Slime, schade. Hey, was machst du da? Wow! Diese weißen Augen! Einfach ein neuer Stern, also. Wo sollen wir uns lang buddeln? Sollen wir uns Richtung Spawn buddeln, oder? Ich würde sagen, noch ein bisschen hier an der Kante lang. Ja, ein bisschen ist gut. Ich habe mich hier unten schon, Kilometer weit gebuddelt. Ja, nett nur du. Guck mal, wie lang das hier geht. Und hier ist Redstone. Yeah. Na gut. Da ist schon mal irgendwie eine Höhle oder so. Das macht's auch nicht besser, wenn man keine Lava hat. Hey! Leberwurzel wieder mal. Also Ressourcen haben wir echt genug, oder? Ja. Also die Ressourcenschlacht, die könnten wir gewinnen. Eigentlich. Ich beschwere mich nicht, wenn noch mehr Diamanten kommen. Ja, pf, klar, Diamanten sind nie schlecht. Oder die Rüstung finde ich vollkommen in Ordnung. Oh, jetzt meine Pickaxe kaputt. Ah, egal, ich mach so lange ein bisschen mit der Diamant-Pickaxe hier rum, ne? Ich hab noch 6. Steinspitzhacken. Ich habe ein paar gemacht.
Ich höre gar nicht. Mann, man hört das Ploppen doch eigentlich immer. Wo bist denn du? Nein, keins.